Hallo zu einem neuen Video. Ich bin ein großer Fan vom YouTube-Kanal der Vogue, also British Vogue oder French Vogue oder German Vogue. Und zwar gerade von dem Format What's in my Bag. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das heute auch mal und zeige euch, was sich in meiner Tasche befindet. Los geht's. Ich habe hier wieder meine Lieblingstasche, die Puzzle Bag von Loewe. Habe ich euch ja schon mal in einem Taschenvideo vorgestellt, das verlinke ich euch nochmal. Und die ist eigentlich nicht so wirklich groß, also ist sehr handlich, aber es passt trotzdem relativ viel rein und ich zeige euch jetzt, was drin ist. Also, natürlich als allererstes Handy. Mein Handy ist natürlich total wichtig, wie für alle von uns, vor allem auch, weil wir unseren Familienkalender da drauf haben, alle Erinnerungen an Termine und so weiter. Und deswegen ist das natürlich wichtig in der Tasche zu haben und auch wegen der Erreichbarkeit. So, dann so der Haustürschlüssel. Ich habe hier so einen kleinen AirPod dran, mit dem man quasi das Ding, an dem dieses Teil dran hängt, tracken kann am Handy. Das heißt, wenn ich den Schlüssel suche, brauche ich nur auf mein Handy gucken und dann kann ich ihn finden. Natürlich zeigt er mir jetzt auch nur an, wenn das hier im Haus ist, wo jetzt ganz genau, weiß ich nicht, aber man kann noch so ein Signal einstellen. Also das hat sich schon das ein oder andere Mal als recht praktisch erwiesen. Und dann habe ich hier noch den kleinen Mumin als Schlüsselanhänger dran. Den habe ich aus Covent Garden aus London und der hat auch so eine kleine Lampenfunktion, was ich sehr nett finde und was auch gerade abends, wenn man spät zurückkommt, beim Haustür aufschließen ganz gut hilft. So, dann habe ich, Fahrzeugpapiere. Die habe ich jetzt hier in so einem Mäppchen drin, finde ich jetzt eigentlich ein bisschen unpraktisch, aber ich lasse es jetzt drin, weil ich im Portemonnaie sowieso schon so viel drin habe. Und dann habe ich hier diesen Kartenhalter, der ist von Marlboro. Und eigentlich ist das auch so eine Sache wie mit diesem Schlüsselanhänger. Ich bin jemand, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder verreist bin, dann nehme ich mir ganz gerne irgendwas zur Erinnerung mit. Also ich kaufe mir irgendwas wie diesen Schlüsselanhänger oder auch hier diesen Cardholder. Den finde ich extrem schön, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wie ich den nutzen kann, weil hier gar nicht all meine Sachen reingehen, vor allem nicht diese ganzen Sachen wie Führerschein, Personalausweis, ADAC-Karte und so weiter. Das heißt, ich habe dann immer noch hier mein altes Portemonnaie dabei. Also vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wie ihr das macht. Also hier in dem Kartenhalter habe ich jetzt eben eine Kreditkarte und eine Scheckkarte drin. Und hier vorne könnte man jetzt theoretisch auch noch Kleingeld reinmachen. Aber ich glaube, das würde die Form ziemlich strapazieren. Und das ist jetzt hier mein kleines, altes, abgefetztes Marco Polo Portemonnaie. Und obwohl es relativ klein ist, geht da eine ganz schöne Menge rein. Also hier sind auch nochmal Karten drin. Hier. Und hier ist dann praktisch dieser ganze Batzen an Ausweisdingern und so weiter. Ja, also das ist im Moment noch so eine semi-gute Lösung. Ich würde gerne komplett auf diesen Kartenhalter umsteigen. Aber das funktioniert bisher jetzt noch nicht so gut. Dann habe ich meinen Lieblingskalender. Ja, ich habe den Kalender auf dem Handy, das stimmt, aber in dem Kalender ist es also so, dass ich hier alles Mögliche reinschreibe, also meine To-Do-Listen. Dann ist es so, dass ich immer unsere Finanzen tracke, ziemlich genau sogar. Und hier dann mir tagsüber noch so ein bisschen rein notiere, was man jetzt vielleicht gekauft hat, was nicht unbedingt nötig gewesen wäre, um da auch so ein bisschen Überblick zu kriegen, was man so die ganze Woche über einkauft und irgendwie das Geld noch verschleudert, sage ich jetzt mal. Das ist ganz gut. Dann habe ich in meiner Tasche Kaugummis, immer wichtig, und Sonnenbrille. Der Sonnenbrille bin ich sehr unsorgfältig. Habt ihr ja gerade gesehen, ich habe die so aus der Tasche geholt, was natürlich dazu führt, dass die Gläser eher schneller verkratzen. Ich bin meistens irgendwie ein bisschen zu faul, die Sonnenbrille gleich, wenn ich sie aufgehabt habe, meistens im Auto dann in Etui zu machen. Dann fliegt die wieder in die Tasche und ist natürlich nicht so optimal. Jetzt habe ich mir aber dieses Mal diese hier beim DM für 12 Euro gekauft. Ich fand die jetzt von der Form her eigentlich total schön. Und gut, da brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht ganz so ein schlechtes Gewissen haben, dass damit so ruppig umgegangen wird, sondern bin dann ganz froh, dass ich die so behandeln kann, ohne so besonders drauf aufzupassen. Aber ich finde sie ehrlich gesagt auch sehr schön. Dann habe ich, das ist noch eine tolle Neuwiederentdeckung. Und zwar ist das von Dior die Crème Apricot. Das ist so ein kleines Döschen mit so einem pinken Gel drin. Und das ist für die Nagelhaut,
oder hier die, also Fingerspitzennägel, so. Und weil ich nicht so gerne eine große Nagelcreme oder eine Handcreme mitnehme in der Tasche, weil ich immer ein bisschen Schiss habe, dass die ausläuft, habe ich die gekauft. Ich hatte die vor vielen, vielen Jahren schon mal gehabt, finde die auch sehr angenehm, die riecht auch sehr angenehm. Und war jetzt vor ein paar Wochen in der Parfümerie und habe eben gefragt, ob es sie überhaupt noch gibt. Und ja, sie gibt es noch. Und das ist eigentlich ganz schön. Gerade wenn man unterwegs ist und irgendwo warten muss, kann man sich schnell mal hier so die Nagelhaut mit eincremen. Das zieht auch schnell ein, ist sehr angenehm vom Duft. Also das ist auch immer dabei. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ah ja, okay. Ibuprofen. Ich habe leider das Problem seit ein paar Jahren, dass ich öfter mal so eine Art Migräneanfall bekomme. Das liegt bei mir vor allem am Kiefer, Nackenbereich, Verspannung und so weiter. Und deswegen habe ich eigentlich immer eine Ibo mit in der Tasche, weil ich immer ein bisschen Schiss habe, gerade wenn ich unterwegs bin, dass mich so ein Anfall irgendwie erreicht. Meistens hilft dann eine Tablette und es geht dann eigentlich auch bald wieder. Aber ja, die habe ich also auch immer in der Tasche. Ah. Dann Stift natürlich zu meinem Kalender. Das ist so ein Mucci Gel Pen. Die mag ich sehr gerne. Die habe ich in allen möglichen Varianten. Die schreiben sehr dünn. Die gibt es in Blau und in Schwarz. Und so einen habe ich also auch in meiner Tasche, damit ich eben auch in den Kalender was reinschreiben kann. Okay. Dann klassischerweise Taschentücher. Und weiter geht's. Ah ja, die AirPods. Auch klar. Die habe ich vor allem dabei, um Podcast oder Hörbücher zu hören. Ich bin nicht so ein großer Musikhörer, muss ich sagen. Und ja, wenn ich jetzt irgendwo warten muss oder unterwegs bin, dann habe ich ganz gerne die dabei und höre dann Podcast oder Hörbuch. Und dann habe ich, na gut, okay, noch einen Lippenstift. Das ist jetzt hier einer von Victoria Beckham, so ein Rosenholzton. Den habe ich immer, also irgendein Lippenstift fliegt bei mir immer in der Tasche rum. Meistens der, den ich als letztes benutzt habe. Dann auch dieses hier, also ein Lip Balm oder ja, Lip Balm eigentlich. Der ist von Caudalie, den mag ich sehr gerne. Der ist wirklich sehr angenehm auf den Lippen, riecht nicht und pflegt sehr schön. Ah, und dann habe ich natürlich noch einen Edelstein dabei. Und zwar mag ich die Edelsteine eigentlich ganz gerne. Ich weiß, man kann da geteilter Meinung drüber sein, aber ich denke, wenn es keinem, es macht ja keinem irgendwas. Und wenn es einem selber gut tut, ist es doch eigentlich sehr schön. Ich mag die Farbe der Steine, ich mag, wie sie sich anfühlen. Der hier ist jetzt wie so ein kleiner Handschmeichler. Und der ist auch was ganz Besonderes, weil den hat mir meine große Tochter jetzt zu Ostern geschenkt. Das ist ein Malachit und der steht wohl für Transformation, habe ich nachgelesen. Und da wir uns jetzt gerade hier als Familie oder auch ich und mein Mann in so einer transformativen Phase befinden und sich vieles bei uns ändert, ist das eigentlich ein ganz schönes Gefühl für mich, den Stein dabei zu haben oder ihn auch manchmal rauszunehmen und einfach nur so eine Hand zu halten. Und ja, das mag ich auch gerne, Edelsteine. Ansonsten liegen die auch immer neben mir auf dem Nachttisch. Ja, also eine große Edelsteinliebe. Gut, und dann haben wir es eigentlich schon. Ich gucke noch mal genauer rein. Ah, ein Glückspfennig ist noch drin. Der bleibt auch drin. Ja, und das war's. Tasche ist jetzt leer, wie ihr seht. Und ich meine, es geht doch ganz schön was rein. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video.